Das ist ja Blödsinnsgerede. Wir haben alle Zeit der Welt. Eigentlich müssten wir uns nicht beeilen, aber ja, so ein gewisses Tempo möchte ich schon beibehalten. Ah, jetzt sieht man hier die Meldung, Participating not allowed. Es ist nämlich so, ich habe Grenzen reingezogen, praktisch hier über die Berge, dass man nicht mit Lufteinheiten einfach quer durch die Map fliegen kann, direkt zum Overmind, den dann töten kann und jedem anderen Mitspieler, sofern man mit anderen spielt, den Spielspaß verdirbt. Deswegen habe ich solche Grenzen mit reingezogen, dass Einheiten, die versuchen alles zu überfliegen, dass sie wieder in die Homebase geschickt werden. Ich mag es einfach nicht. Ich mag es einfach nicht, weil das habe ich auch schon gehabt, dass Leute dann direkt zum Overmind hingeflogen sind, zum richtigen. Und ja, die Map einfach vorzeitig viel zu schnell beendet haben. Das ist, ich weiß nicht, ist langweilig. Ich meine, da stecken viele, viele Tage an Arbeit drin. Und ich fände es schon schade, wenn man sich das kaputt macht, indem man einfach die Map in 10 Minuten durchspielt. Weiß ich nicht. Ist nicht so toll. So, okay, da wir alles geupgradet haben, oder zumindest das Nötigste geupgradet haben, was wir so brauchen, schicke ich den Zergling jetzt mal hier weg. So, dann komm doch mal zu mir. So. Normalerweise müsste ich den upgraden, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Könnte ich eigentlich machen, aber das habe ich auch keine Lust mehr. Ja, wie man hier sehen kann, Lufteinheiten sind hier definitiv von Vorteil, allein schon wegen den ganzen Kerrigans und den Lurkern, falls man bis dato noch nicht volle Rüstung hat, was absolut nicht empfehlenswert ist. Genau. So. Machen wir uns mal den Weg hier frei und wie man sehen kann, die sind feindlich. Das heißt, die müssen wir zerstören, dass dieser Weg hier auch freigeschalten wird. So, sehr schön. Also wäre das erledigt und der zweite Turm ist auch gleich kaputt, hoffe ich. Na komm. Zack, und weg ist er. Sehr schön. Ha! So, jetzt kann ich die auch herholen, weil sonst wären wir... Ja gut, die vielleicht nicht, aber meine Mutalisken wären mir sonst alle verreckt. Habe ich nicht wirklich Lust drauf. So, schicken wir sie mal hierher. Genau hier drauf. So, und die schicken wir auch hierher. Gut. So, jetzt machen wir erstmal hier eine kleine Sammelaktion von unseren Gegnern, von unseren Einheiten und siehe da, was hier passiert. Wir spawnen jetzt Kerrigans und zwar bis zum Abwinken. Ja. Saugeil. Saugeil. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen übertrieben ist oder sowas. Aber ganz ehrlich, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt auch egal. Weil wir sind jetzt hier sowieso am Ende der Map angekommen. Und... Schaut euch das mal an, das ist ja Wahnsinn. Nee, aber ganz ehrlich, jetzt kann man es doch krachen lassen, oder? Jetzt ist doch eh alles schon egal. So. Den nehme ich auch noch mit rein. Das ist die Nummer 2, die ist die Nummer 1. Okay, gut. So. Sehr schön. Und ich möchte einmal hier unten hin. Die kommen halt von beiden Seiten teilweise. Also mit Bodeneinheiten, ja. Das wäre schwierig hier. Gibt dir das... Warte mal, wo ist die Kommsatzstation? Oh shit! Oh ja! Oh ja! Wie geil! Gibt ihr das? Die spawnen halt ohne Ende. Ach, wie geil! So. So, aber sobald dieser Nydos-Kanal weg ist, spawnen da schon mal weniger und der ist dann auch gleich weg. Nicht hier hängen bleiben, komm. Hier unten geht die Party.
So. Ach schön. Ach, ist das schön. Das macht doch Spaß. Warte mal, irgendwie... Oh, der WWF ist hier. Das ist ja doof. Aber wir haben hier so ein paar Mineralien, so 2-3 Stück. Ach cool. Wir könnten jetzt eigentlich hier... Wir könnten eigentlich schon die Map beenden. Also wir könnten einfach aus dem Spiel raus, weil gewonnen haben wir so oder so. Aber ich möchte es jetzt schon mal hier zu Ende bringen. So. Machen wir hier mal Feierabend. Und ihr macht hier mal Feierabend, bitte. Ja, mit Lufteinheiten, ich weiß, das ist ein bisschen langweilig, aber ich wollte es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen mit Bodenkampf. Ja. Ja, nee, das passt schon so. Ach ja, auch ein bisschen Gold. Nicht viel, nicht viel, um Gottes Willen. Nur so ein paar Milliarden oder sowas. So. Ach, schön. Ich finde die Statistik dann am Ende immer immens lustig. Ach ja. Ach, ist das schön. Schau dir das mal an, was hier abgeht. Das ist doch nicht normal hier. So ungefähr stelle ich mir das vor, wenn das neue iPhone veröffentlicht wird. Oder im Laden erhältlich ist oder sowas. Ist es dann nicht so? Schaut es dann nicht so aus? Ich meine, ich besitze kein iPhone, ich habe ein Samsung und bin damit eigentlich auch schon ziemlich zufrieden. So stelle ich mir das dann immer vor. Sieht man ja im Fernsehen immer wieder mal, wenn so eine Reportage kommt. Die Leute stehen Schlange und versuchen gleich tausende Geräte mitzunehmen. Total übertrieben. Naja. Ach, das war ein Interceptor, okay. So. Ich will hier nur noch schnell ein bisschen aufräumen. Und dann, ja, dann werden wir die Map zu Ende bringen. Sind ja jetzt auch schon 2 Stunden, also... So. Gut. Gut, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das schaut doch gut aus. Genau. Hier ist übrigens, wie ich ja vorhin erwähnt habe, das Heil-Dingenskirchen. Aber das ist jetzt hinfällig eigentlich, weil wir sind eh schon durch. Gut, wie schaut es bei dem aus? Der ist... Oh, hat nur einiges an Leben. Das passt ja. So, dann räumen wir hier noch das letzte Stück auf und dann war's das mit der Map. Ich hoffe natürlich, dass die Map euch einigermaßen gefallen hat. Allgemein das Let's Play dieser Map hier. Ich wollte unbedingt mal meine eigene Map, die ich selber erstellt habe, wollte ich unbedingt mal veröffentlichen, beziehungsweise einfach mal online zeigen, in dem Fall jetzt auf YouTube. Ja. Es ist durchaus möglich, coole Maps zu machen. Ich meine, das ist ja klar, das ist ja schon bekannt, aber das war für mich vorher eigentlich nie so wirklich ein Ding. Und dann irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich mir tatsächlich mal gedacht habe, ja, jetzt mache ich mal meine eigene Map. Meine eigene Special Forces, weil Special Forces Maps, das ist so... sind eine meiner Lieblingsmaps, so die Art der Map zumindest. Ja, finde ich eine coole Idee für StarCraft, für diese Custom Maps praktisch. Genau. So, jetzt sind wir hier auch schon durch. Sehr geil. Ach, ist das schön. Wir haben hier auch ein bisschen Gold. Nicht viel. Kommst du zur Krönung, tue ich das jetzt mal eintauschen. Also 800.000 Mineralien haben wir jetzt schon mal. So. Ups.
Ha, schön. Ah, dann geht's hier gleich weiter. Ach, wie geil. Da ist übrigens der richtige Overmind. Der Overmind! Den müssen wir töten. Gell? Ist das sowieso klar? Alter Schwede. Ja, da habe ich ein bisschen übertrieben, ha? Nein, aber ich hoffe, die Map hat euch gefallen. Schreibt es doch in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren, was eure Meinung so dazu ist, was ich vielleicht anders machen kann oder was ich vielleicht besser machen kann. Vor allem würde ich echt gerne wissen, wie es denn eigentlich aussieht mit dem Friendly Fire, ob man das abstellen kann oder ob das grundsätzlich nicht möglich ist aus programmierungstechnischen Gründen von Blizzard aus. Nee, aber das war jetzt mal meine Map, meine eigene Special Forces Map. Gibt noch viele, viele andere. Weiß ich nicht, vielleicht mache ich auch davon ein Let's Play, weil ich habe einige noch in meinem Speicher, also auf meiner Festplatte im Download-Ordner. Ja. So, wir haben 6 Millionen Mineralien. Ach, wie geil ist das denn? Das ist so cool. Ach, wie geil ist das denn? Ich feiere es gerade. Ich feiere es so enorm. So. Wow. Oh ja. Das wäre fast der Tod gewesen von diesem Mutalisk. Wahnsinn. So, jetzt ist dieser Nydos-Kanal auch weg und das war's jetzt dann wirklich. Weil sonst ziehen wir das hier nur unnötig in die Länge. Das will ich ja nicht. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte vielleicht einige dazu animieren, vielleicht selbst mal eine Special Forces Map oder sowas zu bauen. Würde mich freuen, wenn ich ein bisschen Feedback von euch kriegen würde. Ich würde mich freuen über ein paar Daumen hoch und Kommentare natürlich. So. Insofern. Ich sag's nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao mit Pow!